Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Songs of Conquest und der letzten Mission der Loot-Kampagne. In der letzten Folge haben wir hier schon mal gut aufgeräumt, beziehungsweise haben die Grundlage für die weitere Expansion in diesem Gebiet geschaffen und wollen ja immer noch hier diese 7 Leuchtfeuer beanspruchen, haben dafür 3 Hüter und eine, ja, schon gar nicht mal so schlechte Armee und werden uns jetzt hier, wie gesagt, langsam, aber sicher dann vorwagen. Mit Magnolia wollte ich ein paar neue Truppen rekrutieren. Das ist, denke ich, gar keine schlechte Idee. Ambertina ist immer noch dabei, hier die verschiedenen Buffs zu bekommen. Wobei sie eigentlich... Da können wir noch hingehen und da können wir noch hingehen. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Bevor wir dann auch hier schauen, dass wir eine noch größere Truppe kriegen, damit wir Rana und Baria in Schach halten können. Hier kriegen wir noch ein bisschen Rohstoffe, was ja auch gar nicht verkehrt ist. Hier könnten wir, warte mal eben kurz, verlagern wir mal auf einen. Das haben wir ja jetzt schon häufiger gemacht und es zahlt sich wirklich aus, muss ich sagen. Als nächstes wollte ich ja hier eigentlich diese Mine holen, ne? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Bernstein kann man immer gebrauchen. Hier können wir noch mal ein bisschen was erspähen und finden hier tatsächlich eine Rana-Siedlung. Gut zu wissen. Um die kümmern wir uns dann natürlich auch noch. So. Und dann kann es da wahrscheinlich in der nächsten Runde weitergehen. Wie sieht es denn mit Forschung aus? Ein Lebenspunkt für Ratten und Pestratten dazu. Initiative... Toxikologen haben wir gerade noch gar nicht so viel. Ich denke aber Ratten könnte man schon verstärken. Das machen wir jetzt auch mal. Boah, es mangelt natürlich wahnsinnig an antikem Bernstein. Da müssen wir dann in der nächsten Zeit mal gucken, wie wir das irgendwie entschärfen wollen. Aber ich sehe da wenig Möglichkeit gerade. Eine Möglichkeit wäre, dass man mehr Handelsposten hat, aber da gucken wir dann mal. So, Rana. Kämpfe. Okay, wollen sie offenbar noch nicht. Was brauchen wir hierfür? Schimmergewebe. Schimmergewebe haben wir gerade gar nichts. Da können wir aber etwas kaufen. Und dann können wir das aufrüsten. Perfekt. Hier haben wir noch 2 kleine Baustellen, wo wir mit Sicherheit noch irgendwas reinbauen sollten. Auf jeden Fall einen Rattenbau. Finde ich hier sinnvoll. Für den Rest müssen wir mal gucken. Du gehst mal hier rein. Saufeder. Offensive und Verteidigung. Perfekt. 6 und 9. Ja, dann nehmen wir doch mal die. Oder können wir die beiden nehmen? Ja. Warum auch immer wir die gar nicht drin hatten, keine Ahnung. So, wir müssen noch ein paar Truppen rekrutieren. Ich denke, Seneschale wären sinnvoll. Hier können wir auch nochmal nachziehen. Hier auch. Und hier auch. Machen wir vielleicht mal erst das und dann das. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall keine so schlechte Truppe, muss ich sagen. Damit kann man was anfangen. Und dann gehen wir mal zurück. Und schauen mal, wie weit wir da kommen. Ambertina geht nochmal wieder hier lang. 1000 Erfahrungspunkte. 3 Offensive dazu. Das sind schon ganz gute Werte. So, Bruder Hiller. Wie stark ist dieser Gegner? Einfach heißt es hier. Und hier heißt es angemessen. Sturmwachen sind natürlich sehr viele. Aber probieren wir es doch mal. Du bringst den Tod zu uns. Und mit dir. Ihr habt geplündert und gemordet. Das haben wir. Die Sümpfe wachsen. Die Hüter der Rana sind erwacht und sie kommen zu dir. Gut, ich habe viele Fragen. Und schon kämpfen wir. So schnell kann das gehen. Ja, mit Bruder Hille habe ich aber weniger Angst vor dem Gegner. Dafür sind ist unsere Magie einfach viel zu stark. Ja, greifen wir doch mal den an. Das war doch schon mal ordentlich. So, das skippen wir jetzt mal alles. So, wie sieht's denn hier aus? Den könnten wir halbieren. Ist noch irgendwas Cooles, was wir mit dem machen können? Nee.
Ah. Ich bin tatsächlich dafür, ihn hier zu halbieren. Dann kann er schießen, er kann vergiften. Das ist jetzt aber nicht sonderlich schlimm für mich. Die Legion setzen wir für den ein. So, dann ist er wieder dran. Kriegt auch aufs Maul. Du haust dem einer rein. Offenbar reicht das alles nicht. Nee, schade. Das müsste reichen. Perfekt. Und die Waage des Todes knallt ihm auf den Kopf und beendet den Kampf. Ja, wenn man eine halbwegs gute Armee hat mit dem, dann dürfte der keine Probleme mehr bekommen. Einfach weil die Magie so mächtig ist. Als die Rana flohen, hörte man in den Sümpfen Trommeln. Die Rana waren sich der neuen Bedrohung bewusst und sie würden kommen. Das habe ich befürchtet. So, jetzt müssen wir aber noch hier weitermachen. Das war ja nur die Hälfte. Das war nur die Hälfte. Legen wir los. Die Balliste dürften zuerst schießen. Der hat nicht mal Ballisten. Das ist schlecht für ihn. Das ist sogar sehr schlecht für ihn. Okay. Das ist interessant. 70 sind natürlich sehr viel, ne? 70 sind sehr, sehr viel. Uiuiuiui, das tut aber auch weh. Der kann dann nachher da rein. Okay, wir warten, wir warten, wir warten, wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir können ihre Verteidigung zerstören. Das war auf jeden Fall gut. Was ist, wenn wir so machen? Immerhin 11. Dann können wir den noch befrieden. Nice. Aber man hat da auch da gesehen, obwohl es die Startunit der Rana ist sozusagen, wenn sie in angemessener oder großer Menge vorhanden sind, dann können die durchaus was reißen und bringen halt auch Erfahrungspunkte wie wild, ne? 2500. Bekehren wir das Ding hier. Da haben wir die Ethdra. Ja, je weiter es hier nach Nordosten geht, desto schwieriger wird es. Man merkt es schon. Da müssen wir drauf achten. Wie gesagt, im besten Fall haben wir wirklich überall die Versammlungsplätze, damit wir überall Truppen rekrutieren können. Ich schätze, anders wird es sonst schwierig werden. So, gehen wir mal mit dir hier hin und bekämpfen diese anderen Sumpfkreaturen. Ja, machen wir eine manuelle Schlacht. Wenig ist das jetzt auch nicht. Okay, wir warten mal ein bisschen. Wir warten ein bisschen. Wir singen ein bisschen. Wir warten auch ein bisschen. So, jetzt kommen die Reiter hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn wir dem jetzt... Wir geben denen jetzt mal ein bisschen Movement. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, komm, das machen wir. Beide greifen natürlich zurück an, was jetzt nicht so cool ist. Wie sieht es hier aus? 4 bis 5. Ah. Problem ist, wenn wir den angreifen, der hatte der eine... Ne, der hatte keine Spezialität. Gibt es Sinn, den nach hinten durchzustoßen? Nee, ne? Schöpfungsessenz haben wir, glaube ich, gar nicht.
würde sagen, wir greifen ihn einfach mal an. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Das tötet einen, das tötet einen, das bringt gar nichts. Wenn wir ihn weiter vorsetzen, dann müsste er angreifen können, ja? Effektiv. Ja. Brechen wir ihre Verteidigung und du sinkst. Ja, du killst beide. Und du kannst den angreifen. Ja, perfekt. Wir haben wieder ein bisschen was verloren. Aber der Kampf war auch nicht so einfach. Vollkommen im Rahmen und vollkommen okay. Das Ganze bringt uns fast 3000 Erfahrungspunkte. Und wir bekommen Kyras der Sonne. Ja, wir müssten ja unten lang, ne? Hier sehen wir jetzt übrigens wieder alle Streitkräfte. Baria war eine ganze Zeit lang irgendwie ausgegraut, aus welchen Gründen auch immer. So, du kannst dich mal in die Richtung wieder begeben erstmal. Beide haben gemacht. Wir haben das hier eingenommen. Sehr schön. Rattenbau, Handelsposten nehme ich gerne. Das würde ich verkaufen, um einen Versammlungsplatz oder einen Sammelpunkt draus zu machen. So, die Ressourcen. Jetzt müssen wir gucken. Wir müssen auf jeden Fall hier noch aufräumen, damit wir die Verbindung geschaffen haben. Magnolia holt sich jetzt den Kyras der Sonne. Was kann der so? 12 Verteidigung. Ist gut. Und 3 Offensive und 3 Verteidigung dazu. So, jetzt kommen wir hier nicht durch. Aber hier. Hier heißt es jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob ich dem trauen kann, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, wir haben ja durchaus auch was verloren. Wir spüren es. Trotz unserer Bemühungen ist sie zurückgekehrt. Das ist sie. Warum solltet ihr sie verraten? Sie war es, die uns verraten hat. Sie hat unseren König erschlagen und die Ordnung von Leben und Tod zum Gespött gemacht. Die Hingabe an das Gute ist kein Hohn. Sie ist etwas Schönes, Ehrenhaftes. Sie hat dir den Geist verdreht. Ja, ich schätze, mehr können wir da auch nicht diskutieren. Die Standpunkte wurden klar festgelegt. Ein paar Gehörnte. Insgesamt ist es, glaube ich, gar nicht blöd, wenn wir sie kommen lassen. So, du kannst jetzt den snacken. So. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus, wa? Das würde ich fast machen. Stellen uns hier hin. Gut. Wir gehen hier hin und greifen den an. Und wir greifen den an. Ja, und du erledigst den. Oder fast. Du erledigst den fast. Auch nicht schlecht. So, können wir wieder die Waage einsetzen, die ja immer einen Stack tötet. Das finde ich ganz nett. Den holen wir hier hin und dann kann der weit genug gehen. Der sieht wohl nicht so gut aus für euch, Fäh, wa? Ne, ganz und gar nicht. Nächster Stack erledigt. Magnolia steigt auch schön ihre Stufen auf.
Zerstörungsmagie, kommandieren, Kampfausbildung. Machen wir ruhig mal kommandieren. Sie kann auch jede Menge Truppen dazu bekommen. So, du bist da. Du gehst jetzt hierhin zurück. Bruder Hiller. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Nein, du gehst hierhin. Leichen waren überall verstreut und inmitten der rauchenden Ruinen war eine Gruppe Rana-Jäger zu sehen. Als sie die Truppen von Bruder Hiller bemerkten, versammelten sie sich zum Gefecht. Ja, können sie gerne. Sie können auch gerne richtig Probleme bekommen mit mir. Ungewöhnliche Arena, finde ich. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob wir so ein Layout schon mal hatten. Ist wirklich gewöhnungsbedürftig. So. Du tötest zwei. Wir könnten den angreifen, wir machen das auch. Hier skippen wir ein bisschen was. Der ist erledigt. Der lässt uns beben. Der ist ans Ende gesetzt worden, auch gut. Ja, und du kannst den erledigen. Nice. Können wir... Warte mal, das tötet auf jeden Fall ein. Sehr gut. Je länger ich drüber nachdenke, desto passender fände ich es übrigens eigentlich, wenn die Fae eine eigene Fraktion wären, mit noch mehr Einheiten dann halt. Also, dass sie zu Aleon passen. Die haben ja irgendwie ihr eigenes Ding. Also klar, lore-technisch haben die in der Treuherz-Kampagne ein Bündnis geschlossen. Aber sonst haben die doch nichts miteinander zu tun. Als Bruder Hiller die Ruinen nach der Schlacht begutachtete, war eine Stimme im Geiste zu vernehmen. Diejenigen, die auf mich eingeschworen sind, werden sich erheben. Sie wurden von den Rana erschlagen und tragen Rache im Herzen. Sie haben mich oft um Schutz angefleht und ich habe sie im Stich gelassen. Nun, wo du versagt hast, werde ich erfolgreich sein. Wir helfen einander, Tante Aurelia. Wow. 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 Das ist ein krasser Stack. Ordnungsmagie oder Kampfausbildung. Deine Truppen erlangen plus 20% Schaden und plus eine Vergeltung. Das ist mega. Das machen wir. Ja. Und damit haben wir jetzt 193 Erhobene dazu bekommen. Das ist schon sehr extrem. Da können sich die anderen Fraktionen auf jeden Fall warm anziehen. Selbst im fernen Patriam wurde der Schrein bestens gepflegt und es wurden frische Blumen als Opfergabe hinterlassen. Ja, Initiative Truppenbewegung für die nächste Schlacht. Barianische Wachen. Piken bereit! Als ob die Rana nicht schon genug wären, drohen jetzt auch noch die Toten. Ich bin nicht tot und die Untoten werden gemeinsam mit uns die Rana erschlagen. Wir haben unsere Order, die Toten sollen tot bleiben. Dann mache ich eine schnelle Schlacht. Ja, das ist okay. Können wir uns eh nachholen. So, und damit ist der Weg hier frei. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Können wir jetzt zurückgehen. Oder nochmal wieder Truppen rekrutieren. 1800 Gold. 3400 Gold ist ja ein großer Stack. Und da haben wir endlich Schimmergewebe. Ein Schimmergewebehain. Haben wir auch dringend nötig. Gib mir den Bernstein. Der Dolch der Wut. Spürst du das? Jeder, der in der Nähe des Dolches kommt, reagiert auf die gleiche Weise. Man wird rascher, zornig und boshaft. Wird dieser Dolch von einem Hüter geführt, vermag er, die schwächsten Truppen dazu zu beflügeln, die stärksten Gegner zu bezwingen. Sophia Hadagast im Gespräch mit ihrer jungen Schülerin Meri. Meri? Die kennen wir. 8 Offensive und 1 Schaden. Plus. Das ist auch gut. Das ist sehr gut sogar. So, wir gehen hier unten lang. Hier ist ein Bogenportal, ein zerstörtes. Verdächtig. So, endlich können wir das Ding aufrüsten hier. Dann bekommen wir die Hochlegionen.
Truppen aufrüsten. Ja, das kann man schon mal machen auf jeden Fall. Ja, wir haben hier nicht so ganz viel Spielraum, ne? Wir können hier was einberufen und wir können hier was einberufen. Und das war es im Grunde. Ich könnte die Erhobenen auflösen. Und könnte dann stattdessen Hochlegion hier reinholen. Da fehlt uns natürlich ein bisschen was, ne? Uns fehlt einfach der Bernstein. Der Bernstein fehlt uns. Ja, und schon haben wir den Stack voll. Das ist jetzt auch keine schwache Truppe. Mit Amertina können wir dann ja mal in Richtung Norden gehen. Ja, weiter geht's. Wir sollten in der Lage sein, mit allen drei Hütern gegnerische Angriffe abzuwehren. Was mich insgesamt sehr freut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier keinen Platz. Wenn wir die hinzufügen, allerdings schon. So, dann kaufen wir jetzt hier mal 90 Stück. Das ist doch schon mal ganz nett. Hier würde ich aber gerne noch warten. Wir müssen ihn noch weiter verstärken, das reicht mir noch nicht. Bogenportal. 200 Erfahrungspunkte, hier bekommen wir nichts. Hier haben wir einen Fähhain, der immerhin 500 Gold bringt. Ordnungsessenz, Chaosessenz, alle Essenzen für eine Schlacht. Ja, und hier müssen wir dann gleich gegen Drachen kämpfen. Nur für dieses Leuchtfeuer. Das wird nicht so einfach. Wir wissen, wie stark Drachen sind. Offenbar kann man da hin und wieder mal rangehen. Und kann dann hier neue Steuern einziehen. Was natürlich ziemlich cool ist. Wir gehen mal nach oben. So, Magnolia. Wir holen weiter Bernstein. ...1250 Erfahrungspunkte. Ein paar Königinnenwachen. Wir brauchen auf jeden Fall das Teil hier. Und hier haben wir ein Artefakt. Das ist wertvoll. So, was machen wir hier weiter? Da könnte man 4 holen. So. Hier könnte man noch 10 holen. Sollen wir diese Truppe auflösen? Ja, wir machen erstmal die anderen hier. 3 Zerstörungsessenzen. Dann brauchen wir davon auf jeden Fall mehr. Weil überlegt mal, die bringen eine Zerstörungsessenz, klar, und Ordnungsessenz, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die alleine 3 bringen, da kommen wir dann auch sehr schnell auf unser Soll. Arcana Essenz, Zerstörungs- und Ordnungsessenz, Zerstörungsessenz. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Könnte aber immer noch mehr sein, vor allen Dingen haben wir keine Fernkampf-Units. Ich will sie hier haben, die Unheilsbringer, die sind wirklich Gold wert. So, Ambertina. Kunsthandwerker-Expedition unbedeutend. Weiter vorne zwangen einige Barianer-Gelehrte in einen Käfig. Lass sie frei, sie sind Mitglieder der Unsichtbaren. Von wegen unsichtbar, wir haben sie ganz deutlich gesehen. Die Gilde wird für ihr Wissen gut zahlen. Du widerst mich an, Sklavenjäger. Ja, erledigen wir sie, ne? Sie widern mich halt an. Tüftler waren ja zum Glück keine Fernkämpfer. Die kommen in den Nahkampf gerannt. Da kommen sie. Fünf Stück erledigt. Ja. Wenn das mal nicht eindeutig ist, dann weiß ich auch nicht.
geballert. Perfekt. Und Ambertina kriegt ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ich bin in dieser Kampagne auch wirklich daran interessiert, alle drei Helden zu leveln und nicht nur einen Haupthelden zu haben. Großschwert, Aurelianische Gelehrte oder Erfahrungspunkte? Nehmen wir Erfahrungspunkte. Kanalisieren, Plünderer kommandieren. Ich finde hier die Zauberschadensstärke auf plus 100% zu bringen, wahnsinnig krass. Auch wenn man sagen muss, dass hier natürlich ein wenig die Kommandierungskraft fehlt. Also da brauchen wir in der nächsten Zeit ein paar Level-Ups, damit wir da auch größere Truppenansammlungen haben können. Briganten. Was bringt die schnelle Schlacht? Damit kann ich, glaube ich, leben. Erhobene... Nee, die verwerfen wir. In dem Fall bringt das nichts. So, Bruder Hiller. Oh, Baria hat gerade einen Leuchtfeuer erobert. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Kein verfügbarer Truppenplatz. Jetzt aber. Können wir ein bisschen was verkaufen in dem Sektor? Können wir. Hier will ich eigentlich nichts verkaufen. Die sind zu wertvoll. Wir haben halt die Forschung nicht. Wir bräuchten dafür das andere Forschungsgebäude. Das können wir uns gerade nicht leisten, weil wir den Bauplatz nicht haben. So, ich wollte noch sehr gerne euch haben. Dann holen wir uns in der nächsten Runde noch den und dann vielleicht noch hier einen. Und dann reicht das im Großen und Ganzen erstmal, auch wenn ich sagen muss, dass die Ratten... Ja, da hätte ich schon lieber die Nekromanten. Oder die Gelehrten. Wir haben halt jetzt sehr wenig Ordnungsessenzen, ne? Da können wir gewisse Zauber dann ja gar nicht wirken. Oder nur sehr langsam. Du stinkst nach den Toten. Wir werden dich und sie noch einmal begraben, wie unsere Königin es befiehlt. Eure Königin kann es gerne versuchen. Ich befürchte, es wird nicht klappen. Sing für mich. Das will ich nicht machen. Das will ich eigentlich auch nicht machen. Jetzt ist er boshaft. Hier haben wir leider einen Höhennachteil. Wie gesagt, das will ich ungern machen. Das ist auf jeden Fall besser. So, die Skelettkrieger haben es alleine gelöst. Sehr schön. Das ist vollkommen in Ordnung. Reicht auch für ein Level-Up. Kommandieren 9. Oder Magieresistenz. Magieresistenz wird nützlich, wenn wir gegen die Hüter antreten. Unbedeutend. Alles Schlechte stirbt. Willst du sterben? Machen wir mal schnelle Schlacht. Ja. Vielleicht können wir hier uns noch mal ein bisschen aufpowern, bevor wir gegen die Drachen kämpfen. Das wird nämlich wahrscheinlich nicht einfach. Gold. Mehr Gold.